Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu Superman vs. Doomsday Runde 2. Die heutige Review behandelt diesen schönen Sonderband. Naja, es war kein Sonderband, es war einfach ein Band von Superman aus dem Carlsen Verlag, der nicht bei Panini erschienen ist, obwohl er direkt an den Tod von Superman diese vier Bände anknüpfen würde. Diesen Band habe ich euch letztens vorenthalten in der Shopping-Tour. Ich kann ihn euch jetzt mal zeigen, der ist nicht in sonderlich prächtigem Zustand. Seht ihr das hier? Keine Ahnung, wie man da so eine komische Farbe drunter bekommt. Die Ecken sind ein bisschen angestoßen. Der wurde so krass aufgeschlagen. Es ist mir aber egal. Den habe ich wirklich lieb gewonnen und der hat imaginären Wert für mich. Wie gesagt, bildet dieser Band eigentlich den wirklichen Abschluss zur Storyline Tod von Superman und Reign of Superman. Warum Panini den nicht gebracht hat, ich kann es euch nicht sagen. Besonders, weil dieser Band halt Fragen beantwortet, die offen geblieben sind. Selbst nach gefühlt 100 US-Heften Superman. Das Cover wiederum ist gar kein reguläres Cover der drei beinhalteten US-Hefte. Die sehen nämlich eigentlich ganz anders aus. Die Hefte hatten da auch ungefähr 50 Seiten. Heißt, wir haben es hier mit drei überformatigen Heften zu tun, was auch erklärt, warum der Band so dick aussieht. Warum Carlsen damals dieses Cover genommen hat, kann ich nicht sagen. Ich hätte euch gern eine Antwort geliefert, aber ich weiß es nicht. Das Cover erzielt auf jeden Fall, oder denke ich mal, hat auch damals deutlich mehr Wirkung erzielt als die anderen Cover, wo Doomsday nicht vertreten ist. Es gibt, wie gesagt, so gewisse Fragen, die offen geblieben sind nach der Tod von Superman. Das wäre zum Beispiel, was ist mit Doomsday passiert, der einfach ins All geschossen wurde? Was ist mit Cyborg Superman passiert, nachdem er besiegt wurde? Wie verarbeitet Superman seinen eigenen Tod? Das wurde so zum Beispiel in der Dino-Heft-Serie, wo ja auch gar nicht so viel Zeit vergangen ist nach dem Tod von Superman, gar nicht mehr so krass behandelt. Das ist in diesem Band. Und wir bekommen auch noch die Herkunftsgeschichte von Doomsday geliefert. Wenn man diesem Band einen wirklichen Titel geben sollte oder ihn unter ein Motto stellen sollte, dann habe ich direkt zwei. In erster Linie ist es der Band der Selbstfindung und Traumabewältigung von Superman. Und dazu stelle ich den Band unter das Motto »Gemeinsam sind wir stark«. Ich will anfangen mit der Herkunftsgeschichte von Doomsday. Warum ist Doomsday so bösartig, wie er ist? Nach diesem Band kann man es tatsächlich nachvollziehen. Doomsday ist die Erschaffung, das Bildnis eines kryptonischen Wissenschaftlers namens Bertrand. Dieser wollte ein Superwesen kreieren, wie es für Comics nun mal üblich ist. Ob es jetzt ein Super Soldier Serum ist oder ähnliches, ja, es muss immer irgendein Superwesen geben. In dem Fall war es Doomsday. Er ist eine Heranzüchtung der Gentechnologie Bertrands, die wirklich sehr fortgeschritten war, so wie Krypton nun mal war. Und da war der Planet noch eine Ausgeburt der Hölle, wenn man das mal so nennen darf, mit Wesen, die einen direkt zerfleischen, wenn man nur aus dem Haus geht. So wird es dargestellt. Außer dieser Forschungseinrichtung gibt es auch einfach nichts auf diesem Planeten. Und so wurde dieses Baby herangezüchtet, das dieses Superwesen werden sollte, Doomsday. 30 bis 40 Jahre hat es gedauert. Jeden Tag wurde es ausgesetzt in die Wildnis. Jeden Tag wurde es anfangs zerfleischt oder starb, weil es mit der Luft nicht zurechtkam, nicht atmen konnte. Und immer wieder wurden die Überreste dieses toten Kindes geborgen und erneut zum Leben erweckt. Und immer wieder wurde es auch verbessert, ja, mit der Gentechnik, die vorhanden war, die sich natürlich auch verbesserte aufgrund von Erfahrungswerten. Das Ding, nenne ich es jetzt mal, baute natürlich auch Resistenz auf, passte sich seiner Umgebung an, Evolution auch. Da wurden Evolutionsstufen einfach übersprungen und es wurde stärker. 30 bis 40 Jahre hat es gedauert. Irgendwann nach 20 Jahren konnte es einen Tag überleben und wurde getötet. Nach 30, 40 Jahren war es dann soweit. Man sieht auch die Entwicklung sehr schön an Bertrand, der dann komplett alt ist, voller Falten und so. Dann war es soweit. Doomsday konnte überleben und rottete alles auf dem Planeten aus. Und Doomsday ist nicht dumm, wie man vielleicht vermuten könnte, weil er nicht sprechen kann. Er wurde ja auch nie gelehrt irgendwas. Er sollte einfach nur überleben. Er sollte eine Tötungsmaschine werden, eine Killermaschine. Ja, und Doomsday hat nicht vergessen, was für Qualen er erleiden musste. Jeden Tag, jeden einzelnen Tod. Und hat sich an Bertrand und den Wissenschaftlern gerecht. Mithilfe eines Versorgungsschiffes, das für die Wissenschaftler gedacht war, da konnte Doomsday sich ranheften und fliehen. Und so kam er von Planet zu Planet. Und irgendwann traf er auf einen Planeten, den er natürlich auch ausrotten wollte, weil sein Hass auf alles Leben, das es gab, war unfassbar groß. Dieser Planet war relativ fortgeschritten und es gab tatsächlich auch dort ein Wesen, was Doomsday ebenbürtig war. Doomsday wurde besiegt, aber da war noch nicht klar, dass Doomsday mit jedem, auch wieder Tod in Anführungszeichen, dazulernt und gestärkter denn je zurückkehrt.
Das Problem war, dass nach der Niederlage Doomsdays auf diesem entfernten Planeten sein Körper nicht vernichtet wurde. Das ist übrigens auch der Grund, warum er diesen komischen grünen Anzug zum Anfang beim Tod von Superman anhat. Weil das Bestattungsritual auf diesem Planeten war. So wurde er ins All geschossen. Hier schließt sich schon so ein erster Kreis, worüber ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht habe. Warum hat er diesen komischen grünen Anzug an zu Beginn von Tod von Superman? Warum? Deswegen, es war ein Bestattungsritual. Doomsday war schon mal besiegt, er war tot. Er wird später auch noch in diesem Band auf diesem Planeten zurückkehren und gegen seinen ersten Bezwinger kämpfen. Ja, sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus, ne? Aber das allein finde ich schon cool. Das war wirklich cool zu sehen. Wenn man jetzt mal überlegt, Doomsday lernt mit jedem Tod dazu und Doomsday ist gestorben, Superman ist aber auch gestorben. Heißt, wenn Doomsday jetzt wieder zurückkehrt, was hier passiert, ist er Superman deutlich überlegen. Superman hat alles geopfert, um ihn im Tod von Superman überhaupt ebenbürtig zu sein. Dabei hatte er Hilfe von anderen Superhelden, Booster Gold, Guardian, ach, die Justice League war dabei, alle haben ihm geholfen. Was soll ihm jetzt helfen, einen noch mächtigeren Doomsday aufzuhalten? Mit diesem Fakt, dass Doomsday so unbesiegbar scheint, zwingt sich das Kreativteam natürlich selbst in eine Kraftexplosion, die man Superman zuschustern muss. Wie löst man das Ganze? Wir haben in diesem Band Superman diesmal, der nicht von normalen Superhelden unterstützt wird. Nein, diesmal geht man die Sache anders an. Epischer, kolossaler. Uns werden die Linearen in der Story geliefert. Klar, das sind diese Wesen, die Raum und Zeit kontrollieren. Der Wave Rider. Der Wave Rider hat eine super tolle Rolle in diesem Comic. Macht wirklich Spaß. Auch der leidet an krassen Gewissenskonflikten, weil er hat sich ja eigentlich auch den Pakt auferlegt, er darf die Zeit nicht beeinflussen. Er weiß, was passiert, er weiß, was war, er weiß, was getan werden muss, um die Zeit zu ändern. Das darf aber nicht geschehen. Und Superman versucht ihn die ganze Zeit zu überzeugen, dass wenn er nicht hilft, die Erde verloren ist. Doomsday würde ihn platt machen. Das weiß Superman ganz genau. Ich meine, er weiß auch, dass er gestorben ist im ersten Versuch und Doomsday jetzt stärker ist. Und er redet dem Wave Rider wirklich so krass ins Gewissen. Man sieht dann auch, wo der Wave Rider überhaupt herkommt. Superman besucht ihn als Kind und er wird erst später zu Wave Rider. Und das ist toll verstrickt einfach. Das ist super gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Und schon da versucht Superman alles, um ihn irgendwie zu bekehren. Hilf mir oder wir werden untergehen. Neben dieser schon wirklich übermenschlichen Hilfe kommt dann auch noch die Motherbox dazu, die Superman bedienen darf. Und damit bekommt er natürlich auch die Kraft der New Gods, so fasse ich es mal zusammen. Wir sehen Superman auch in einem ganz anderen Look plötzlich. Er wird wirklich einer der New Gods, so was das Äußere betrifft, dieses Outfit. Dann bekommt er ein Schwert, was natürlich äußerst unüblich ist für Superman. Wir haben hier wirklich diese Rüstung und als wäre das nicht genug, er bekommt nicht nur die Kraft der New Gods zugeschustert, nein, er bekommt auch noch Unterstützung von Darkseid. Weil Doomsday auch plötzlich auf Apokolips wütet und Darkseid ist ihm einfach unterlegen. Es ist ein epischer Kampf, es ist ein hammergeiler Kampf, was da abgeht. Das ist wirklich pure Freude beim Lesen, fand ich. Wirklich toll und man sieht plötzlich, wenn selbst Darkseid einem Doomsday nicht gewachsen ist, wie sollte das dann ein normaler Superman stemmen? Das Ganze endet zum Schluss in einem wirklich explosiven Finale. Wenn man das mal vergleicht, wir hatten bei Tod von Superman einen Kampf auf der Erde. Okay. Und jetzt haben wir zum Schluss, ich hau's einfach mal raus, einen Kampf zwischen Zeit und Raum. Was einfach so krass ist, wo ich mich dann frage, wie zur Hölle, ihr habt Doomsday jetzt echt mit der höchstmöglichen Stufe an Eliminierung ausgeschaltet. Warum sehen wir Doomsday noch so oft? Meine Fresse. Was habt ihr mit ihm angerichtet? Wenn ihr das lest, ihr werdet auch so denken, fuck, Alter, was ist jetzt mit ihm passiert? Wie kommt es eigentlich, dass Doomsday wieder zurück ist? Auch die menschliche Bevölkerung hat Doomsday natürlich in den Orbit geschossen, wie es irgendwie jeder Planet tut. Auch da erwacht er wieder auf wundersame Weise zum Leben. Und diesmal hat er auch noch einen kleinen Metallchip hier, wo sich der Cyborg Superman eingenistet hat. Und die beiden werden erstmal zu einem teuflischen Duo. Und der Plan ist klar. Wir rotten Superman aus. Sie landen erstmal auf Apokolips, hauen da alles kurz und klein. Echt heftig. Mega brutal die Sache. Und schmieden dann die weiteren Pläne. Auch Superman landet dann auf Apokolips und da kommt dann diese Darkseid-Geschichte zum Laufen. Man bringt hier also beide großen Gegenspieler aus Tod von Superman und Reign of Superman in eine Story. Ist vielleicht ein bisschen überladen, hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen. Besonders weil auch Cyborg Superman episch ausgelöscht wird. Und ich sag nicht von wem.
Ich habe am Anfang der Review schon angesprochen, der Band an sich thematisiert die Traumabewältigung und die Selbstfindung Supermans nach dem allem, was passiert ist, was sicherlich nicht leicht war für ihn. Was ihn auf jeden Fall plagt, ist Hal Jordan. Das, was mit Hal Jordan passiert ist, das, was mit Coast City passiert ist. Immer wieder gibt es Anspielungen auf dieses Ereignis. Sowas, so schwört er sich, wird ihm nie wieder passieren. Und das beschäftigt ihn die ganze Zeit. Er weiß auch, was mit Hal Jordan danach passiert ist. Und dass er vielleicht damit dran schuld ist, das redet er sich zumindest ein. Er ist sich, was wirklich unüblich ist, für ihn, also Clark Kent in der Rolle als Superman, Clark Kent selbst vielleicht schon, aber wenn er Superman ist, eher weniger. Er ist sich oft sehr unsicher, was er tut. Er weiß nicht, ob es richtig ist. Und er ist sich sogar bewusst, dass er sehr unsicher ist. Und das wurmt ihn unfassbar. Beißende Gewissenskonflikte spielen auch eine große Rolle in diesem Band. Ich habe schon den Wave Rider angesprochen, der zwischen seiner Pflicht und zwischen seinem Herzen entscheiden muss. Bei Superman ist es ähnlich, da spielt er noch die Unsicherheit rein. Das ist auch nochmal ein großer Punkt. Zum Beispiel weiß er nicht, er könnte Darkseid mit einem Fingerschnips gefühlt um die Ecke bringen. Soll er es tun? Wäre das überhaupt richtig? Er ist da wirklich im Zwiespalt und es scheint kurz so, als würde er sich selber untreu werden. Wahnsinnig toll gemacht. Für mich war es schon beeindruckend, das Intro zu lesen. Die ersten 2 bis 3 Seiten haben mich schon komplett geflasht. Dort sehen wir einen kleinen Jungen, Clark Kent, der in den Keller sollte und von dort was holen sollte. Er hat aber unfassbare Angst, was dort unten im dunklen Keller auf ihn lauern könnte. So eine normale Kindheitserfahrung. Und das wird auf eine Stufe gestellt mit dem normalen Clark Kent, dem erwachsenen Clark Kent, der in diese Situation zurückversetzt wird und man sieht es wirklich, wie er da vor dieser Treppe steht, die ins Dunkle führt und plötzlich sieht er Doomsday vor sich. Das war damals seine größte Angst und das ist heute seine größte Angst. Und das wird so auf eine Stufe gestellt. Das ist wirklich ein tolles, tolles Intro, eine tolle Einführung in die ganze Geschichte. Nebenbei sehen wir hier übrigens eins der geilsten Panel, das ich überhaupt von Doomsday jemals gesehen habe. Auf der letzten Seite des ganzen Bandes wird der Kreis auch dann hier wieder geschlossen, indem wieder auf diese Treppenszene verwiesen wird. Beziehungsweise wir sehen nochmal den Abschluss mit der Treppenszene und den bis dato gewachsenen Gedanken von Superman, nachdem die ganze Schlacht ausgetragen wurde. Meiner Meinung nach eine absolut großartige Szene, einer der besten Intros und Abschlüsse so im Zusammenspiel, die ich bisher jemals gelesen habe. Ich bin euch noch ein Fazit schuldig in Sachen Superman Doomsday. Und da ich irgendwie meine erste Fazitaufnahme verbaselt habe, ich wollte es eigentlich schon im Urlaub hochladen, ist das nichts geworden. Deswegen jetzt nochmal. Superman Doomsday könnte auf den neutralen Leser, der sonst vielleicht nichts mit Superman und dieser ganzen Tod von Superman-Geschichte zu tun hat, sehr überladen wirken. Und da würden auch sehr viele Fragen sehr offen sein. Und man würde sich denken, holy, was war das? Das war zwar grandioses Kino, viel Action, viel Tamtam, aber irgendwie kann man das nicht einordnen. Gut, man weiß natürlich, dass man vorher Tod von Superman lesen sollte. Aber es ist tatsächlich trotzdem viel. Wir haben plötzlich wieder den Cyborg-Superman. Wir haben plötzlich Doomsday, der natürlich die große Gefahr ist in den Superman-Comics zu der Zeit. Der große Gegner. Wir haben die Linearen, wir haben Superman an sich. Das ist viel, sehr, sehr viel für 3 US-Hefte. Okay, klar, die sind überformatig. Darkseid auch noch, den hätte ich jetzt fast vergessen. Und es knallt einfach an jeder Front zu fast jeder Zeit. Trotzdem schafft es Superman Doomsday, sich auch diese ruhigen Momente zu bewahren. Visuell ist dieser Band ein absolutes Kind der 90er. Und Dan Jurgens hat wirklich sehr gute Arbeit hier dran geleistet, muss ich wirklich sagen. Also so als wirklicher Abschluss, als Abrundung dieser kolossalen Story Tod von Superman, ist das Ding absolut gelungen und hat auch auf jeden Fall seinen gerechtfertigten Platz. Mir gefällt die Art, wie fast schon übertrieben wurde in der Kräftedarstellung eines Superman, was dann in diesem mega epischen Finale im Zusammenschluss mit dem Wave Rider endete, fand ich kolossal, hat mir richtig gefallen. Einleitung der Story war super, Abschluss der Story war super. Also sowas Tolles habe ich echt selten gelesen, wie man in eine Story eingeführt wird und wie das dann zum Schluss nochmal geschlossen wird. Und da ist dieser Band ganz groß drin. Sachen abschließen, Fragen beantworten, die Sache komplett abrunden. Absolut tolles Leseerlebnis, muss ich sagen. Das ist, bewegt sich auf jeden Fall zwischen 8,5 und 9 Punkten für mich. Liegt natürlich auch daran, dass das so genau meine Superman-Zeit war, wo ich mich heimisch fühle.
Aber das ist absolut grandios. Wie Doomsday wiederkam, keine Ahnung, nachdem sie ihn so misshandelt haben, sage ich mal, in diesem Band. Ich bin gespannt, wie er wiederkommt, ganz ehrlich. Das war's. Ich habe es sehr genossen, ihr habt es gemerkt. Ich Comic-In bin raus, bis zum nächsten Mal. Haut rein.